Erstes Video ist dieser Kollege hier. Ja, ich nehme den. Ich sag dem Sven jetzt, sag mir den Preis, ich bezahle. Ein neuer Brabus. Leute, ich habe den Brabus mir geholt. So, wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einem neuen Video. ihr habt es gesehen, ich bin heute bei Brabus und ich bin hier gerade angekommen und ich stand erstmal da hinten auf dem Parkplatz, kam so ein Security-Mann an und meinte so, hör mal, kannst reinfahren, ne? Ich habe dich schon gesehen. Ich so, ja, alles klar. Ich wusste nicht, ob ich rein darf mit meinem BMW. Und dann meinte er so, nee, du kannst reinfahren. Ich zeig dir deinen Parkplatz. Hör mal, du kannst dich da zwischen die beiden Smarts, da kannst du dich hinstellen, Matthias. Okay, los geht's, Leute. Ich muss mir eine Maske anziehen und dann gehen wir mal rein. Wir werden heute Brabus G500 fahren und der Sven Gramm, der Pressechef von Brabus, der wird mich heute ein bisschen rumführen, mir ein bisschen was zeigen. Und er steht schon da immer, guck mal. Ja, hi. Sven, moin. Sven, was fahren wir heute? Wir fahren heute Brabus G800. Ja, also wir haben viele Optionen natürlich heute, aber wir würden mal sagen, wir fangen mal mit dem, ja, ich sag mal, spektakulärsten SUV, den wir gerade bauen, an. Mit dem Brabus 800 auf Basis des G63, ja. Also 800 PS, okay. Ja, über 1000 Newtonmeter Drehmoment. Okay. Schöne Karosserie, Auto fährt deutlich jenseits der 240, also solltest du Spaß mit haben. Ja, 240 interessiert mich gar nicht, ich glaube, die Beschleunigung ist viel geiler. Ja, und vor allem, wie sich so ein 2,8 Tonnen Auto aus den Federn hebt, wenn man beschleunigt. Ja, das ist halt das Besondere. Okay, ja komm, dann lass mal reingehen. Ja, gerne. Da rechts steht, das kann ich euch jetzt schon sagen, der Rocket. Ja, und ein zweiter gerade auch. Und noch ein zweiter Rocket. Und den da werden wir auch noch fahren, ne? Wenn du gleich möchtest und auch Spaß hast, können wir das gerne machen. Ich möchte das, ja. Dann. Und wir werden darüber aber ein zweites Video machen. Also erstes Video ist dieser Kollege hier. Und das zweite Video ist dieser Kollege hier. Okay, erzähl mir, was habt ihr gemacht an dem G? Sorry übrigens für die Masken, aber ihr wisst ja, man muss die einfach anziehen, deswegen gewöhnt euch einfach dran. Gehört heute leider dazu. Ist Standard, genau. Ja, also was haben wir gemacht? Natürlich hier im Bereich der Karosserie wirklich immense Eingriffe. Das heißt, wir haben einen kompletten White Star-Bausatz für das Auto. Das heißt, die ganze Karosserie ist komplett verbreitert. Das sind komplette Schürzen, komplette Verbreiterungen. Dann natürlich jede Menge Carbon, ja? Also diese Carbon-Grillumrandungen, Carbon-Haubenaufsatz, Dachaufsatz. Wenn der Kunde was heißt möchte. Dachaufsatz? Dachaufsatz, da oben, wo diese Zusatzlampen drin sind. Kann ich da draufsteigen, ja? Auf die Dinger? Ja, natürlich, klar. Ach, der Dachaufsatz hier? Genau, da haben wir vorne Zusatzscheinwerfer noch drin. Ja. Okay. Kleinigkeiten, jetzt in dem Fall optische Kleinigkeiten wie die Carbonleisten, die Carbon-Türgriffe. Vater. Klappenauspuff, in dem Fall in Schwarzchrom. Ja, macht noch einen schönen Klang, ja, ja. Kann ich dann über den Fahrmodi anwählen, wie er klingen soll. Zusätzlich dann die 23 Zoll Räder. In dem Fall geht nachher sogar rauf bis 24 Zoll mittlerweile, wenn man möchte. In dem Fall sogar mit Winterreifen. Wir haben gerade eben ganz kurz vor der Tür einen EQC gesehen. Der hatte 21 Zoll. Und er meinte so, ja, der hat jetzt 21 Zoll. Ich so, das sind doch keine 21 Zoll, das sind 17 Zoll. Das ist wirklich so krass, wie die Autos mittlerweile so groß, ja, geworden sind, dass 21 Zoll vollkommen normal aussieht. Ja, also hier auch beim G-Klasse-Bereich, da fängst du an mit 21 Zoll beim G63er Serie. Ja? Also und das sieht dann sehr, sehr verloren aus. Ja, ne? Weil die Autos einfach viel größer geworden sind. Ne? Dann haben wir hier natürlich im hinteren Bereich die andere Heckschürze noch, auch wieder der Griff in Carbon und natürlich hier das Reserveradcover in Carbon. Und vorne natürlich, ganz, ganz wichtig, der Motor. 800, ja, PS, heißt andere Turbolader. Können wir aufmachen? Zusatzsteuergerät, natürlich können wir den aufmachen. Ja, hier mit einer tollen Motoroptik natürlich auch in Carbon. Passend dazu in Rot. 800 steht für 800 PS. Das steht für 800 PS oder was? Ja. Ernsthaft jetzt? Ja, also mit den Hubraumangaben, da kann man ja heute nicht mehr so trumpfen. Das stimmt. Deswegen, ja, machen wir es über die Leistung. Ja, ja. Also früher waren es mal die 6, 7 Liter Motoren, heute reden wir von einem 4 Liter. Genau. Ja, beim Rocket sind wir mittlerweile ein Stückchen schon mal weiter, da haben wir 4,5 Liter, mhm, ne, wo früher alle gelächelt hätten, aber ja, da sind wir heute dann bei 900 PS, aber da werden wir ja später vielleicht auch noch zukommen. Da werden wir später en Detail dazu kommen, ja, aber jetzt, das ist jetzt so, klingt jetzt so, ja gut, dann fahren wir jetzt erstmal den 800er. Das ist ja schon... Das ist schon ein bisschen Ritt auf der Kanonenkugel, ja, also, ja, der macht schon richtig Spaß, er beschleunigt und er fährt sich auch sensationell gut. Boah, das ist natürlich krank, Alter. Also die Details, muss ich ganz ehrlich gestehen, sind schon mega. Also klar, so ein Whitebody-Ding musst du mögen, ne?
Ja, aber es steht dem Auto. Ne? Also es ist ja nicht so, ich meine, so ein G ist eh kein dezenter SUV, sondern ist schon ein Auftritt, muss man einfach sagen. Ja. Sonst kann man sich ja auch ein GLE oder ein GLS kaufen. Ja. Das ist halt ein Statement in der G-Klasse und wir unterstützen das einfach nochmal optisch ein bisschen. Und aber ich kann die Leistungssteigerung auch ohne den Widebody haben, oder? Also alle Produkte, die du hier siehst, auch die Räder, kann man theoretisch einzeln kaufen. Ja. Manche Sachen sind natürlich in Kombinationen vorausgesetzt, aber du kannst einen Auspuff kaufen, du kannst die 800 PS kaufen, kannst auch nur 700 PS kaufen, wenn du möchtest. Also je nach Einsatz. Nur 700 geht übrigens auch. Also wenn 700 tatsächlich genug sein sollte, dann würde das auch gehen. Ja, es gab sogar mal welche mit 900 PS, da haben wir in das Auto einen 12-Zylinder reingebaut. Ja. Die sind aber ausverkauft, weil die waren limitiert auf 10 Stück. 10 Stück, aber wir sind schon ein bisschen rumgelaufen. Da hinten steht einer, ne? Einer der letzten, der jetzt noch ausgeliefert wird. Können wir da einmal gucken? Ja, natürlich, klar. Warte, jetzt gucken wir einmal den G800 von innen an. Also da ist halt wirklich alles in Handarbeit in Leder gemacht worden. Ja? Selbst die Fußmatten, die dann in Leder sind. Verschiedene Farben auch kombiniert, ne? Anthrazitfarbenes Leder mit einer roten Biese, dazu schwarz mit kombiniert. Einer roten Wiese? Biese. Ja, mit den Masken ist ein bisschen schwierig zu sprechen. Ja. Steppung dann in dem Fall hier abgesteppt mit geprägten Brabus-Logos auch. Ne? Und hinten können wir noch was Leergut wegbringen oder was ist das für eine Kiste? Oh, da ist genug Platz drin, da kann man genug reinmachen. Können ne? wir noch Pfand wegbringen. Wir setzen uns einmal rein. Ja, Carbon überall natürlich ergänzt auch das, was schon ab Werk gibt, dann noch mal erweitern. Und hier sitzen wir im Sondermodell. In dem Fall in der Shadow Edition. Ja, und in der Shadow Edition. Ich bin voll erschrocken, weil der gehupt hat. Shadow Edition? Ja, da habe ich mich sogar vertan. Das ist nämlich ein Black Ops, ja, also keine Shadow Edition in dem Fall. Was heißt denn Black Ops? Ja, weil hier viele schwarze Sachen verbaut sind. Das ist sehr, sehr dunkel. Ja, du hast von außen auch die Logos etwas dunkler, als in der sie normal sind, sonst sind sie immer silber. Das ist so ein bisschen auf den zweiten Blick. Ja. Schon aggressiv, aber nicht gleich so glänzend mit viel Chrom, sondern dann eher dezent. Aber alles Leder? Alles Leder, alles in Handarbeit, kann der Kunde sich hier frei auswählen, aus 2.500 Lederfarben sich seine Lieblingsfarben aussuchen, die kombinieren. Die Steppungen können wir machen, so wie der Kunde das haben will, mit Logos. Wir haben Fußballer, wo wir die Namen, die Rückennummern in die Kopfstützen einstecken oder wir haben... Hier nicht? In dem Fall kein Fußballerauto, aber also wir haben Kunden rund um die Welt, die dann spezielle Wünsche haben und die versuchen wir den Kunden zu erfüllen. Ja. Okay. Sag mal, was kostet das jetzt hier? Also so eine G-Klasse mit so einem Umbau, da liegen wir so bei 350.000 Euro. 350.000. Es geht natürlich auch günstiger, es geht natürlich auch teurer. Was kostet jetzt, wenn ich nur 800 PS haben will? 20.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Also wirklich relativ günstig. Ja, das sehe ich genauso, das ist relativ günstig. Ja, man braucht aber die Basis. Ne? Also so ein G63 liegt ja auch schon mal knapp unter 200.000 Euro. Also ich sag mal, so Gs sind schon so ein bisschen Kerngeschäft auch, ne? Es war vor dem neuen G schon immer ein sehr gutes Modell bei uns, was sehr gut läuft. Und das wird jetzt natürlich, mit dem neuen G hat das nochmal deutlich zugenommen. Darf ich auch machen? Bitte. Aber der ist zu abgeklebt? Nein, okay. Kein Problem. Okay. Ja, da ist jetzt die Innenausstattung demontiert. Da ist jetzt nicht nur die Innenausstattung demontiert, sondern hier ist einfach gar nichts. Naja, aber das machen wir, um eine neue Innenausstattung in Leder zu machen. Alter, ist das krass. Ihr rupft das Auto komplett auseinander. Korrekt. Das gehört dazu. Also das muss man machen. Und wir gehen da wirklich sehr in die Tiefe und arbeiten auch sehr akkurat, dass das nachher auch, ich sag mal, so wieder qualitativ so ist, wie es von Werk ausgeliefert wurde. Das ist ja Wahnsinn. Aber weißt du am Ende des Tages auch natürlich, warum das so teuer ist? Wenn das alles wirklich komplett auseinander gemacht wird. Aber das ist alles Handarbeit. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Alles Handarbeit, alles auseinander. Krass. Ja, aber gehen wir mal rüber zu dem GV12. Hier haben wir so ein Fahrzeug, der ist jetzt optisch noch nicht umgebaut. Das kommt jetzt als nächster Schritt. Die Innenausstattung wird gerade in der Sattlerei angefertigt. Und hier sieht man dann, V12 ist schon drin. Da ist jetzt der gute 12-Zylinder aus dem Maybach drin, beispielsweise aus dem S650 als Basis. Wird der Maybach-Motor genommen. Und selbst der wird dann natürlich nochmal überarbeitet. Das heißt, wir haben hier einen echten 6,3-Liter-Motor mit anderen Kolben, mit anderen Pleuel, mit einer anderen Kurbelwelle, einer komplett geänderten Luftansaugung, Verdopplung der Ladeluftkühlung. Man sieht normalerweise hat der 12-Zylinder nur zwei Ladeluftkühler, Wasserluftkühler. Und wir haben hier in dem Fall vier. Ja, komplett andere Airbox. Ja, also hier, man sieht das auch, die ist auch abgeschirmt gegen Hitze. Ja, die reflektiert schön die Abwärme der Turbolader, ja, dass hier möglichst viel kalte Luft reinkommt. Hier kann man sehen, also die drei großen Leitungen, die da sind, da steht auch schön unser Markenname nochmal drauf. Darüber saugt der an. Und dann haben wir hier 900 PS. Ja, und müssen von 1500 Newtonmeter Drehmoment ein bisschen was wegrationalisieren im Fahrbetrieb. Wie viel hat er dann? Ja, also wir reden bei 1200 Newtonmeter regeln wir ab. Okay, da ist das Getriebe drin, aber nicht
vom Achtzylinder, oder? Doch, da ist genau der gleiche Antriebsstrang drin, der modifiziert wird. Das ist auch die große Challenge, weil ja das System beim alten G und dem 12-Zylinder deutlich anders war. Haben wir jetzt hier das ganz moderne Mercedes-Getriebe, das 9G-Getriebe und haben somit halt auch richtig Fahrspaß. Also das funktioniert und die Challenge hier ist aber, diese ganze Elektronik untereinander zu verbinden. Ja. Das heißt, du hast einen Motor, der auf einer Basis von einem 12-Zylinder ist, ja, der eine ganz andere Elektronikbasis hat, auch baujahrbedingt, ja, weil der neue G jetzt auch was Neueres ist und der Maybach ja ein bisschen ältere Entwicklung war. Und damit diese Sachen überhaupt zusammen sprechen, muss man so viel Steuergeräte programmieren, neue Steuergeräte auch entwickeln, ja, die dem Antriebssteuergerät genau die Sachen erzählen, was es hören will. Ja. Also das ist schon wirklich eine Challenge für sich. Also wenn man sich mit so einem Elektroniker bei uns unterhält, der kann dich da formatfüllend eine Woche drüber, ich sag mal, unterhalten. Und ich weiß, dass ich nach ungefähr 2 Minuten 30 überhaupt gar nichts mehr verstehe. Nee, und wichtig ist dann, dass man dann zwischendurch die Frage stellt, kann ich denn jetzt mal fahren? Ja, den roten wollte ich mal von innen sehen. So sieht das nämlich aus, wenn das dann innen drin nicht fertig ist, aber fast fertig. Komplett alles voll mit Leder. Genau. Also selbst der Teppichboden wird ersetzt gegen Leder. Und dann wie das da hier gelocht, heißt das Lochen? Ja, Perforation. Perforation, so. Und dann auch in dem Fall partielle Perforation, weil da, wo genäht wird, ist nämlich keine Perforierung, sondern nur da ist perforiert, wo die Felder frei sind. Okay. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sven, du hast gesagt, man muss zwischendurch immer mal wieder fragen, ob man jetzt auch mal fahren kann. Ja, kann ich auch mal machen. Fahren? Bitte. Okay. Soll ich dir das Auto rausfahren? Ja, fahren wir doch das Auto mal raus, dann hören wir mal von außen zu, ne? Alles klar. Es ist halt auch alles TÜV zugelassen, ne? Ja, natürlich, einfach klar. Straßen zugelassen, ganz normales Auto, einsteigen, losfahren, keiner kann irgendwas sagen. Nein, nein, das ist alles mit ganz... In der Polizeikontrolle habe ich das reinste Gewissen, was ich haben kann. Partikelfilter, alles mit drin. Wir machen Abgastests bei den ganzen Tuning-Umbauten auch. Also alles, was dazugehört, da gibt es richtige Gutachten für und das kann man selbst in der Schweiz sogar fahren. Schmeiß an die Hütte. Klingt aber schön. Und ganz ehrlich, man will ja heutzutage auch nicht mehr wie der Voll-Otto durch die Gegend hämmern. Ja, braucht man das ja muss nicht. Satt klingen. Genau. Und wenn man es nicht braucht, dann schaltet man auch leiser und dann ist auf Knopfdruck, kannst du über den Fahrmodi ganz normal einstellen. Auch mit Zwischengas, ob es nicht und wenn er jetzt im Komfort ist, ist er noch leiser. Ja, also. Herrlich. Und wenn ich es laut haben will, stelle ich ihn auf Sport Plus. Und dann klingt aber trotzdem hervorragend. Mach ruhig noch ein bisschen. Das, wir entspannen uns gerade. Ja, aber ich würde sagen, jetzt ist dein Turn. Ja, ist klar. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Auto. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Ich beeile mich. Jetzt kann der Tag beginnen, Leute. So, dann wollen wir mal. Junge, der 4x4, ne, in diesem Grün, wir müssen hier einmal eine kleine Tour machen. Da sieht man ihn auf jeden Fall, Leute. Boah, das ist eine Wucht. Klassikabteilung ist natürlich auch bei Brabus Wahnsinn, muss ich eigentlich auch mal hin. Weil die bauen halt einfach nur High-End. Die bauen nur High-End. Und so ein 4x4 sieht man halt auch nicht jeden Tag, ne? Und ich sag mal so, mit dem Brabus G800. Muss man sich mal da vorstellen. Boah, Alter, wie das aussieht, deine Spiegelung. Alter, wie das aussieht. Ihr wisst ja, wie sehr ich diesen G liebe, ne? Und dann auch noch als 800er. Boah, das ist nicht mehr normal, ne? Also das ist auch einfach eigentlich unvorstellbar. Junge, Junge, Junge. Also ich meine, auf die Landstraße brauchst du mit dem Auto eh nicht zu fahren. Er fährt auf der Landstraße, er kann auf der Landstraße fahren.
darauf fassen, dass hier das Leergut nicht runterfällt. Alter! Junge, das ist krank. Das ist wirklich krank. Wir werden es wahrscheinlich bis Emden nicht so ganz schaffen, weil bis dahin dreimal der Tank leer ist. Aber wir fahren mal Richtung Emden, weil die Autobahn wohl frei sein soll. Wir wollen ja mal ein bisschen was sehen, ne? Also ihr wisst ja, wie sehr ich diesen G liebe, ne? Video habt ihr gesehen, denke ich mal. Und das ist halt dann mit 800 PS, ist das halt nochmal kranker. Ich meine, dieser Blick hier auf diese Hutze, den, ganz ehrlich, bräuchte ich nicht. Ja, bin ich ganz offen zu euch. Aber du kannst natürlich, deswegen habe ich das auch eben gefragt, du kannst natürlich die gesamte Leistungssteigerung und die gesamte Palette auch einzeln haben. Du kannst dir auch nur die Innenausstattung machen lassen. Ich habe mir diese Stepperei und die Weberei und den ganzen Interior-Ausbau angeguckt, habt ihr ja eben auch gesehen. Die räumen diese Autos komplett leer und machen die komplett neu. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Ich nehme den. Das ist hundertprozentig die Testfahrt, die mit dem Auto auch immer machen. Und spätestens nach dem Tunnel nach, keine Ahnung, 4 Kilometer, na, wahrscheinlich sind es nur 2,5, sagen alle, alles klar, den 800er Kit, den nehme ich. Was für ein Monster ist das denn bitte? Habt ihr das gesehen? Ich musste richtig am Lenkrad reißen, weil die Leistung halt am Allradantrieb zerrt, dass alles zu spät ist. Also im Tunnel dieses... Das war nicht, weil ich irgendwie Bock hatte zu lenken, sondern ich musste korrigieren, dass die Karre nicht links abbiegt. Wenn du da voll Kit gibst, 1000 Newtonmeter, 800 PS, Leute, da ist alles vorbei. Und wir sind jetzt hier auf Winterrädern unterwegs. Also das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Und ansonsten kannst du dir alles Erdenkliche an diesem Auto machen lassen, was du möchtest. Ja, du kannst dir die Innenausstattung so machen, wie du willst. Jede Farbe, jede Steppung, jeder macht das anders. Jeder darf das auch anders machen, aber am Ende stehen halt da Preise dran. Du kannst auch 500.000 für so ein Auto ausgeben. 500.000 Euro für eine G-Klasse. Ich finde es Wahnsinn, wie viele Leute es doch auf dieser Welt gibt, die so viel Geld haben, um nicht einfach ein G63 oder ein GLS63 zu kaufen, sondern denen dann für dasselbe Geld nochmal obendrauf bei Brabus sich wirklich bis ins letzte Detail so machen zu lassen, wie sie es gerne hätten. Die Basis vom Brabus Rocket, ne, so ein GT63 Viertürer, der kostet einfach, wenn der voll ist, über 200. Auch 230 ist überhaupt kein Problem. Und dann nimmst du nochmal 230, genau dasselbe beim G auch, und dann hast du dein Auto. Die Hallen standen voll bei Brabus. Es gibt offensichtlich so viele Leute, die so viel Geld haben, das finde ich Wahnsinn. Ich finde es mega gut und ich freue mich mega für diese Leute, weil das einfach sensationell ist, wenn du dir dein Auto so machen lässt, wie du es gerne hast. Ja, ich hätte jetzt hier gerne mein QLMD-Logo hier eingesteckt oder ich hätte das gerne auflackiert oder ich hätte gerne dies, ich hätte gerne das. Alles ist machbar. Wirklich alles. 100 bis 200. Habt ihr Bock? Ich ja. So, und los geht's. 100, 130, Alter, 150, 170, Junge, wie schnell geht denn das? 190, 200, 10,6, 10,6 von 100 auf 200. Aber wie schnell das ging, ist das, also die Zeiten, ne, das ist eine G-Klasse. Der MINT-Kanal hat gesagt, hör mal, wir haben jetzt alles gemacht, aber wenn das Auto so aussehen soll, dann wird es nicht mehr viel besser. Also komm, du bist fertig, kannst nach Hause fahren, du kannst zu den Kunden fahren. So wollen die Leute die G-Klasse haben und deswegen, ja, geht das nicht schneller. Aber es ist brutal schnell, fühlt sich das an. Das ist ja unglaublich. Und was brutal ist, ist, wie der wirklich am Lenkrad reißt. Ja, klar, hier sind auch Spuren, ne? Die ganzen LKWs hier. Junge, der Klang. Und dann dieser mächtige Luftschutz da vorne mit dem Brabus-Schriftzug, Alter. Wie krank sieht das bitte aus? Wie krank sieht das aus? Brabus! Ich tu von Brabus sein, woll?
Also, das Auto ist eine andere Nummer. Und das ist im ganz positiven Sinne eine andere Nummer, weil er einfach, ne, ich kann jetzt ja auch auf leise machen. Es ist auch ein sensationelles Reiseauto und ihr hört das, ne? Wir fahren jetzt hier mit 70, ganz entspannt auf Cruise. Der V8 singt sein zufriedenes Liedchen, macht keinen Krawall, alles wirklich Dämpfung, Federung. Also, reisen kann er auch, nicht nur rasen. Aber Rasen ist halt irgendwie auch... hat auch was. So. Mein neuer Brabus. Leute, ich habe den Brabus mir geholt. Nee, habe ich nicht. Aber es ist krass. Es ist wirklich krass. Ich stelle mir vor, ein Typ irgendwie aus Dubai, aus Kuwait oder sonst woher, aus England, die lassen sich dann so ein Auto bauen und das ist wirklich einmal komplett auseinandergebaut. Komplett alles neu. Alles. Hier leider ganz kurz noch stehen bleiben. Sorry, Kollege. So. Ja. Ich nehme den. Ich sag dem Sven jetzt, sag mir den Preis, ich bezahle. Herumstolzieren mit einer G-Klasse. Ich liebe das einfach nur. Auf der Autobahn, ne, bist du so, okay, alles im Überblick, wie wirklich ein echter Trucker. Du siehst alles, du hörst alles, du kriegst alles mit. Rein theoretisch fehlt nur noch ein Funk und hier so eine Hupe. Das ist wirklich auf der Autobahn angesagt. Und auf der Landstraße und in der Stadt ist natürlich noch krasser, noch besser, noch cooler, weil du einfach oben sitzt und du noch mehr alles im Griff hast und du weißt halt auch, es kann dir keiner, aber wirklich keiner, das Wasser reichen mit 800 PS. Die große Frage ist natürlich jetzt, merke ich den Unterschied zwischen einem Serienfahrzeug und der, also ich meine, das Serienfahrzeug ist eh eigentlich kein Serienfahrzeug, weil eine G-Klasse mit 585 PS ist einfach, das ist kein Serienauto, für mich jedenfalls nicht, das ist was ganz Besonderes. Und eine G-Klasse mit 800 PS ist natürlich nochmal boom, 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 da oben irgendwo. Ne? Jetzt ist die große Frage, merke ich diesen Unterschied zwischen dem Serienauto oder merke ich ihn nicht? 100, das ist so krank, wie dieses Auto abgeht. Das sind jetzt schon 180 und jetzt bei 200 kriegt er nochmal extra Drehmoment. Junge, die Windgeräusche. 230. Mal eben 230. Und wie schnell ging das? Das ist nicht mehr feierlich, Leute. Und ja, den Unterschied merkst du. Und zwar richtig. Willkommen im 800 PS Club. Leute, das ist so, weißt du, wenn du da so ein bisschen bei Brabus rumläufst, so, dann sind diese Zahlen einfach plötzlich so normal. Dann denkst du dir so, ja gut, das ist der mit 800 PS und der hat jetzt dann 900. Und dann wird diese Zahl so zur Normalität, sage ich jetzt mal so. Ne? Du denkst dir so, ja gut, 800 PS halt. Ne? Aber wenn du dann da drin sitzt, dann ist das schon ein wahnsinnig kranker Unterschied, was du an deinem Körper
für Kräfte erfährst. Ja? Und es ist halt straßenzugelassen. Du kannst damit so zur Zulassungsstelle fahren. Hier, mein Name ist Malmedy, ich hätte gerne meinen G800 zugelassen. Und dann sagen die so, ja, sehr gerne. Und du kannst damit in die Polizeikontrolle fahren. Und der Kollege hält dich an. Und er kann nichts sagen, außer eine gute Fahrt wünschen. Und das finde ich gut. So macht Tuning für mich Sinn. Wenn es einfach alles so ist, wie es erlaubt ist. Da sind 200 wieder. Junge. Hammer time. Oh, Junge, was ist denn da los? Wie schnell der auch auf 100 ist, ne? Mögen das die Leute, wenn man durch die Stadt fährt. Sorry Leute, es tut mir wirklich leid, aber ich kann nicht anders. Wenn ihr mich fragt, wird den wirklich, glaube ich, komplett als Sleeper machen und nicht auffällig. Innen drin so ein ganz, ganz helles Grau. Also auf jeden Fall noch heller als das hier. Durch die alten BMWs, die haben so ein ganz helles Grau. Das finde ich mega. Und dann außen alles schwarz und 800 PS rein. Ja, würde ich so machen. Ja, ihr merkt ja, ne? Mit dem kannst du auch ganz normal fahren. Der haut einfach alles weg. So, wenn wir aus der Stadt einmal raus sind, dann machen wir einmal 0 auf 100. Das soll angeblich in 4.1 erledigt sein. 0 auf 100, wir sind auf einer Landstraße, Leute. Wir haben ein G-Modell und wir sind wirklich auf einer Landstraße. Also hier ist nur Bauern, keine Spaziergänger, einfach gar nichts. Ne? Ihr seht das ja. Ich habe jetzt gerade einmal Rundumblick gemacht. Jetzt machen wir einmal 0 auf 100 hier auf dem Acker. 0 auf 100 aktivieren. Jawohl. Wie es sich für eine G-Klasse gehört, 0 auf 100 auf dem Acker. Ja? Und zwar auf dem Acker. Aber dafür sind die Gs gemacht, ne? Dass man auch auf dem Acker mal schön durchbeschleunigen kann. Das ist dieses Gefühl. Dieses oben sitzen, alles im Griff, alles meins. Das ist dieses Gehgefühl, was ich so liebe. Das ist wirklich der Oberhammer. Wir hören noch einmal rein. Abschluss. Boah! Junge! Ist das göttlich. Okay, wieder ein halber Liter weg, macht aber nichts. Tschüss Leute, hab euch lieb. Danke fürs Zugucken. Ciao.